Heute geht es um 1 Milliarde Follower, 780 Milliarden Dollar und die Frage, warum die YouTube-Videos von Cristiano Ronaldo eigentlich so unfassbar weird sind. Und damit moin Leute, herzlich willkommen hier zurück zu diesem wunderschönen neuen Video hier wieder auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich war kurz weg, ich war kurz im Urlaub und krank, jetzt bin ich wieder da, los geht's. Cristiano Ronaldo hat in seinem Leben einfach alles erreicht. Champions League-Sieger, Weltfußballer, ein Vermögen über 500 Millionen Dollar. Nur Weltmeister ist er nicht geworden, aber pst. Cristiano Ronaldo ist mit über 640 Millionen Followern die meistgefolgte Person auf Instagram der Welt. Und was denkt man sich so als wahrscheinlich berühmteste Person auf diesem ganzen Planeten? Ja, so ein YouTube-Kanal. Ja, das wär's jetzt, ne? Ich hab ja zwischen Fußballspielen und Lamborghinis kaufen irgendwie noch ein bisschen Zeit, ne? Und deshalb ist Cristiano Ronaldo unter die YouTuber gegangen und hat seinen Kanal You Are Cristiano gestartet. Und mittlerweile ist You Are Cristiano der 33. meist abonnierte Kanal der ganzen Welt. Obwohl er erst am 21. August sein erstes Video hochgeladen hat. Ich habe das Gefühl, da ist noch ein bisschen Luft. Der Kanal wird noch ein bisschen weiter nach oben gehen. Cristiano möchte natürlich immer überall die Nummer 1 sein. Er hat schon gute Chancen, ganz, ganz oben mitzumischen bei YouTube. Denn Cristiano Ronaldo hat mit seinem neuen YouTube-Kanal wirklich alle Rekorde gebrochen. Wie gesagt, kam am 21. August sein erstes YouTube-Video raus. Und innerhalb von 90 Minuten hatte er 1 Million Abonnenten erreicht. Damit hält er offiziell den Weltrekord für die schnellst erreichtesten 1 Million Abonnenten auf YouTube. An der Stelle Glückwunsch von mir. Ich bin sicher, über die Glückwünsche freut er sich besonders sehr. Besonders sehr? Ja, egal. Aber irgendwie war da was komisch, ne? Denn am gleichen Tag, als das erste Video rauskam, kam auch das Video online, wo er seinen 1 Million Playbutton in der Hand hält. Und also normalerweise dauert das alles ein bisschen länger. Also normalerweise erreicht man die Million und dann bekommt man einen Link und dann muss man den Award beantragen und YouTube muss den herstellen und einem schicken und dann irgendwann ist der mal da. Hat aber YouTube etwa irgendwer getrickst? Naja, was soll's, dem Cristiano, dem verzeihen wir das doch, ne? Mittlerweile steht sein Kanal bei 65 Millionen Abonnenten und damit hat er es geschafft, der erste Mensch der Welt zu sein, der auf allen seinen Social Media Kanälen zusammen 1 Milliarde Follower hat. Holy shit, ey. Und ich habe mich gefragt, was für geilen Content bietet er da eigentlich? Wenn so viele Leute da auf Abonnieren klicken, dann muss der Content natürlich auch richtig krass geil sein. Und für dieses Video hier habe ich jedes einzelne Cristiano Ronaldo Video angeguckt. Also allein dafür bitte gerne mal ein Like da lassen. Und diese Videos sind so random und unangenehm teilweise. Denn wenn man sich das mal anguckt, kann man überhaupt gar kein Konzept dahinter erkennen. Am Anfang, als er seinen Kanal gestartet hat, versprach er uns exklusive Einblicke. Dinge, die man so noch nie gesehen hat. Und sein erstes Video startete direkt mit dem Titel When I Met the Most Famous Cristiano. In ganzen 1 Minute 2 sieht man, es gab am Times Square einen großen Counter und es zählt runter. 3, 2, 1, tada! Und dann wird seine Wachsfigur enthüllt. Und dann gibt's Material, wie er diese Wachsfigur vorher getroffen hat. Dann macht er Faxen damit und streichelt sie und das war's. Wow, was ein Einblick. Aber gut, als erstes Video, okay, ist okay. Denn ab da fährt Cristiano eine ausgebuffte und geniale Content-Strategie. Und diese Strategie besteht daraus, random Videos ohne Konzept und ohne Zusammenhang hochzuladen. Wie in diesem Video hier zum Beispiel, da spielt er einfach 1 Minute lang Paddle mit seinen Kumpels. Ja, danke, toller Einblick. Oder wirklich ein Meilenstein der Videogeschichte. The craziest race of Cristiano Ronaldo on his CR7 Racing Car. Ja, das Thumbnail davon sieht schon aus wie so ein Pizmeet Let's Play von 2015. Und in der Beschreibung dazu steht, Cristiano Ronaldo hops on a F1 car and does the coolest race you have ever seen. Und es geht um die Liste der All-Time Topscorer, also der Fußballspieler, die die meisten Tore in ihrer Karriere geschossen haben. Und da startet er bei Platz 100 und überholt dann alle, bis er am Ende auf Platz 1 landet. Und das Ganze geht 8,5 Minuten lang, wie ein virtuelles Auto andere virtuelle Autos überholt. Ja, genial! Ich glaube, er ist uns contentmäßig einfach
7 Schritte voraus. Ja, wir verstehen diese Genialität einfach nicht. Was ich aber verstehe, ist, dass wir eine ganz kurze Werbeunterbrechung machen, denn vielen Dank an Holy, die der Partner des heutigen Videos sind. Denn Holy bietet mit vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen und Sorten echte Alternativen zu nicht ganz so gesunden Softdrinks. In 3 Produktreihen, Holy Energy, muss ich sagen, Energy ist nicht meins, aber Holy Ice Tea und Holy Hydration könnt ihr euch wunderbare Sorten aussuchen, die einfach nach eigenem Wunsch dosieren, mit Wasser mischen und wunderbar, am besten eiskalt genießen. Holy hat übrigens bei Trustpilot 4,5 von 5 Sternen bei über 11.000 Bewertungen. Und ich muss sagen, ich trinke das tatsächlich auch manchmal ganz gerne, wenn ich einfach irgendwas mit Geschmack wieder haben möchte. Und wenn ich das sage, dann stimmt das tatsächlich wirklich. Wenn ihr jetzt aber sagt, ah Timon, ich weiß nicht, welcher Geschmack, welche Sorte, ey, keine Ahnung. Dann gibt es zum Glück bei Holy das Starter-Set Deluxe für euch, wo ihr verschiedene Sorten habt, inklusive dem Shaker, den ihr dann bekommt, wo ihr euch dann einfach mal durchs Sortiment durchtesten könnt. Da könnt ihr gucken, schmeckt mir das? Ist das überhaupt was für mich? Möchte ich lieber die Sorte oder die oder den Geschmack? Mit dem Code KLENGERN5 bekommt ihr auf dieses Probierpaket 5 Euro Rabatt. Oder wenn ihr sagt, ey, ich habe schon mal bei Holy was bestellt, dann gibt's mit dem Code KLENGERN 10% Rabatt auf eure nächste Bestellung. Checkt das Ganze also gerne über den Link in der Videobeschreibung aus. Vielen Dank dafür und jetzt müssen wir uns auf jeden Fall die Videos von Cristiano weiter angucken. Denn das nächste Video, das hat es wirklich in sich. Das ist, glaube ich, auch ein Meilenstein der YouTube-Geschichte. Extreme Try Not To Love Challenge. Wirklich extrem. Muss ich ganz klar sagen. Cristiano Ronaldo hat eine Try Not To Love Challenge hochgeladen. Allerdings geht das Ganze nur knapp 2 Minuten und ich glaube, er hat das Konzept von einer Try Not To Love Challenge auch nicht so ganz verstanden. Es gibt einen absolut weirden Schnitt in diesem Video. So, have you got any good examples of players? Geeks. Young players. Geeks. Young players. Heile. I cried the day that I missed the penalty. Einfach nur irgendwelche aneinandergeklatschten Schnipsel, die irgendein Praktikant nach 5 Red Bull um 2 Uhr nachts noch irgendwie fertig machen musste. Ich weiß auch nicht, wer hier probieren soll, nicht zu lachen. Also ich fand's gar nicht lustig, musste null mal lachen und Cristiano lacht die ganze Zeit. Ja, klingt für mich, als hätte das jetzt nicht geschafft. I tried food from every country I've played. Und für dieses sehr ausufernde Konzept braucht er nur 1 Minute 2. Irgendwie passt das nicht ganz zusammen dazu, oder? Das Thumbnail sieht auch aus wie so ein schlecht geklautes Mr. Beast Video und selbst in den Kommentaren schreiben seine Fans, ey, das fühlt sich eigentlich echt ziemlich nach Clickbait an. Und das Video fängt an mit der Frage, ja, was ist eigentlich dein Lieblingsstrand? Madeira is nice. Algarve. In the Red Sea too. Ah, yo. Danke, Cristiano. Und dann wählte er ein Essen aus jeder Stadt, in der er mal gelebt hat. Zum Beispiel in Madeira, da mag er Fladenbrot. Bulldogaco. Oder in Manchester, Fish and Chips findet er selbst persönlich richtig witzig. Fish and Chips. In Madrid Paella, in Turin Gnocchi und in Riad, keine Ahnung, habe ich nicht verstanden, was er da genuschelt hat. Haben wir das. Ja, perfekt. Das ist Qualitätscontent. Unter diesem Titel und Thumbnail hatte ich mir irgendwie was anderes vorgestellt. Wenn selbst deine fanatischen Fans in den Kommentaren sagen, ja, irgendwie war das jetzt weird, dann sollte dir das ein bisschen zu denken geben. Paddle, ein animiertes, 8,5-minütiges Autorennen, Try Not To Love. Was soll der ganze Quatsch eigentlich? Was denn mal mit Fußball oder so? Ja, natürlich, kein Problem. Hier, bitte sehr. Cristiano Ronaldos incredible goals at every age. What he did at 22 and 35 will shock you. Knackiger, kurzer Titel. Und dann kommen einfach 8 Minuten lang irgendwelche random Tore von ihm. Nicht mal die krassesten. Komischer Schnitt, komische Effekte. Denn Ronaldo selbst sagt manchmal richtig coole Sachen zu diesen Toren. The finishing was top. Cool, danke. Hm? Oh, was? Hallo? Ja? Ja, sage ich. 212 hat angerufen und wollte seine Videoeffekte zurückhaben. Zwischendrin gibt's auf seinem Kanal noch ein 43-minütiges Interview mit Rio Ferdinand. Und dann geht es endlich an die eingemachten Themen. So überwinde ich Widrigkeiten. Bizeps-Emoji. Endlich können wir von Cristiano lernen. Endlich bekommen wir Einblicke in seine Psyche. Diesem wichtigen Thema widmet er 44 Sekunden. Was? Aber, also, vielleicht werden die 44 Sekunden ja unser Leben verändern. Aprendemos dela, independentemente de tentarmos fazer o bem ao fazendo. Das war Russisch. Nee, das war Portugiesisch. Aber, also, ich verstehe ja gar kein Portugiesisch. Naja, werde ich wohl nicht so krass wie Ronaldo werden können. Ja, trotzdem will ich ihm nah sein, will ein Teil von ihm sein. A day in the life of Cristiano Ronaldo. Ein Tag in seinem Leben geht offensichtlich nur 1 Minute 55 und es ist krass. Ronaldo chillt auf einem Boot,
Ronaldo ist auf einem Boot. Ronaldo macht sich für die Preisverleihung fertig. Ronaldo steht da mit seiner Trophäe. Boah. Viele dieser Videos sind kompletter Quatsch. Als hatte jemand die Idee, okay, ja, wir haben Cristiano und YouTube und wüsste dann überhaupt nicht, was er damit machen soll. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum macht er das eigentlich? Hat er einfach Langeweile und muss irgendwie noch den Tag rumbekommen? Ist das wirklich seine kreative Vision? Lebt er hier wirklich seine künstlerische Seite aus? Ich hoffe nicht bei dem Content. Oder ist das doch nur ein weiterer Schritt beim Brandbuilding, weil irgendein Manager ihm gesagt hat, ey, YouTube, ne, das brauchen wir jetzt auch noch. Ja. Also, wahrscheinlich ja, wahrscheinlich das. Denn man merkt ja, dass hier so ein bisschen mehr dahinter steckt. Er sitzt ja hier auch nicht auf entspannt in seinem Wohnzimmer, sondern in einem perfekt ausgeleuchteten, wahrscheinlich extra dafür gebauten Set. Es gibt wahrscheinlich ein ganzes Team für diesen YouTube-Kanal. Grafiken, Kamera, Schnitt, Effekte. Dann kommt so eine Scheiße hierbei raus. Aber um zu verstehen, warum eigentlich, muss man sich ein bestimmtes Video auf seinem Kanal angucken. This is how I felt when I discovered paradise. The Red Sea Project, Saudi. In den 1 Minute 30 sieht man Hochglanzaufnahmen, wunderschöne Natur, Architektur, toll in Szene gesetzt. Nirgendwo auf der Welt hat der Superstar seine Ruhe. Aber am Roten Meer, da liegt für ihn das Paradies. Und zufällig liegt das Rote Meer an Saudi-Arabien, seinem Arbeitgeber. Dieses Video hat er bestimmt einfach nur so hochgeladen, weil ihm das Meer so gut gefällt. Und deswegen sagen er und seine Frau bestimmt ganz zufällig, dass sie ihren nächsten Urlaub ganz sicher am Roten Meer machen werden. Bestimmt. Denn es ist ja auch nichts als Werbung gekennzeichnet, dann wird es ja wahrscheinlich auch keine Werbung sein, oder? Ach so, und in der Videobeschreibung dieses Paradies-Videos wird noch auf das Red Sea Project hingewiesen. Ein touristisches Megaprojekt in Saudi-Arabien, was damals vom Kronprinzen selber angekündigt wurde und Teil der Saudi Vision 2030 ist. Saudi Vision 2030 ist ein riesiges Regierungsprojekt mit dem Ziel, Saudi-Arabien zu einem der größten Player der Welt zu machen bis 2030. Und Cristiano Ronaldo ist ein Teil davon. Denn der ist ja 2022 zum saudischen Verein Al-Nassr gewechselt. Bestimmt wegen der tollen sportlichen Perspektive dort und nicht wegen 200 Millionen Jahresgehalt. 200 Millionen pro Jahr. Dafür muss Harry Kane beim FC Bayern 8 Jahre lang Fußball spielen. Prekäre Situationen sind das. Und dieser Verein, bei dem Cristiano Ronaldo jetzt spielt, gehört zu 75% dem staatlichen Investitionsfonds. Und der Wechsel von Cristiano Ronaldo war selbst Teil des Vision 2030 Projekts. Die haben aktiv gesagt, ey, für unser Ziel 2030 brauchen wir Cristiano Ronaldo. Er war der Erste und seitdem wechseln immer mehr Weltstars in die saudi-arabische Fußballliga. Ronaldo, Neymar, Benzema, viele, viele, viele hochkarätige Namen sind in den letzten Jahren dorthin gewechselt, verdienen dort scheiße viel Geld und machen Werbung für dieses Land auf Social Media. Neymar soll pro positiven Beitrag über Saudi-Arabien auf Social Media $500.000 bekommen. Und ich denke, für dieses Video auf Instagram hat Cristiano Ronaldo vielleicht sogar ein bisschen mehr bekommen. Man weiß es nicht genau. Natürlich auch nicht als Werbung gekennzeichnet, ne? Und klar, kann man das auf einem seiner Kanäle hochladen? Aber wenn man noch einen weiteren Kanal hat, mit zum Beispiel 65 Millionen YouTube-Abos, kann man noch ein bisschen mehr Geld verdienen. Es wird also bestimmt den ein oder anderen Manager da geben, der im Hintergrund sitzt und sich sagt, komm, wir schnappen uns ein kleines Kamerateam, drehen ein paar Videos, zack, zack, und verdienen wieder ein paar Millionen mehr. Und ich sag, zu Recht, die armen Leute müssen gucken, wie sie mit ihren 200 Millionen pro Jahr klarkommen, die brauchen das Geld. Und dieses Geld dafür kommt in Saudi-Arabien vor allem aus dem Staatsfonds. Saudi-Arabien verdient sein Geld vor allen Dingen mit Öl und Gas. Dieser Staatsfonds hat ein Vermögen von aktuell 780 Milliarden Dollar. Ja, da sind 200 Millionen für Cristiano auch nix, oder? Und natürlich möchte man ein großer internationaler Player werden, in der Welt, mit diesem ganzen Geld auch. Blöd nur, dass es international immer so viel Kritik gegen das Land gibt. Ja, Männer und Frauen sind irgendwie nicht gleichberechtigt und homosexuelle Handlungen stehen unter Strafe, ja gut. Ja, und es gibt noch die Todesstrafe und 2022 wurden 196 Menschen hingerichtet. Und das mit der Pressefreiheit ist auch nicht so ganz so geil. Und dass man einen kritischen Journalisten 2018 in der Türkei in der saudischen Botschaft brutal umgebracht hat, das war jetzt auch nicht so ganz gut fürs Image. Minus 5000 Aura. Und wenn man sich allein mal den Wikipedia-Artikel über diese ganzen Kritiken anguckt, sieht man, dass es wirklich sehr, sehr, sehr lang ist. Da muss man auch was gegen tun können. Zum Beispiel
sich berühmte und sehr beliebte Fußballer einkaufen, die dann für ein bisschen mehr positives Image im Land sorgen. Wie nennt man sowas? Ach ja, Sportswashing. Das positive Image des Fußballs nutzen, um das Land ebenfalls positiv dastehen zu lassen. Das wird im Fußball so gemacht, das wird beim Golf so gemacht, bei der Formel 1, mittlerweile auch beim E-Sport. In all diese Bereiche wird von diesem Land sehr, sehr viel Geld investiert, damit das Image besser wird. Und durch nette Weltstars wie Cristiano Ronaldo, die sagen, ja gut, wenn das Geld stimmt, ich bin dabei. Und durch solche tollen Videos, wie jetzt auf seinem neuen Kanal, bekommt man viel, viel sehr gute Werbung für das Land. Mit dem Ziel, dass Leute das sehen und sich sagen, ach komm, das Rote Meer, da würde ich auch gerne mal Urlaub machen. Und wahrscheinlich hat dieses eine Werbevideo die kompletten Produktionskosten des ganzen Kanals wieder reingebracht. Für Cristiano wird sich die Aktion also wahrscheinlich jetzt schon gelohnt haben und wahrscheinlich wird der Kanal weiter und weiter wachsen. Auch wenn die Klicks mittlerweile ein bisschen zurückgehen. Bei der Qualität der Videos merkwürdig. Vielleicht sollte er doch beim Fußballspielen bleiben. Ich bin gespannt, was da noch kommt, ob er irgendwann Mr. Beast vom Thron stoßen wird. Falls es irgendwas Wichtiges dazu gibt, werdet ihr es natürlich hier erfahren. Und ich bin sehr gespannt auf eure Meinung zu dieser ganzen Sache. Also schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Habt ihr davon was mitbekommen? Noch gar nicht? Habt ihr die Videos schon gesehen? Feiert ihr die unnormal? Ich werde sie mal auf jeden Fall durchlesen. Vielen Dank nochmal an Holy und denkt daran, das Ganze abzuchecken über den Link in der Videobeschreibung. Das war's von mir. Ich gehe jetzt ein bisschen Fußball spielen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wird erstmal weitergespielt. Boah, er scheitert!